Ich habe mir ein Motorenkit gekauft und diesen Motor werde ich in dieses Fahrrad einbauen. Das Fahrrad ist ein ganz normales Standard-Trekkingrad mit einem Stahlrahmen. Und jetzt packen wir erstmal aus, was da so drin ist. Der Trend geht ja zum E-Bike. Ich baue ein Benzinbike. Das ist der kleine Motor. Der Motor hat 100 Kubik PS, Leistung weiß ich nicht. Hier haben wir den Vergaser. Zündspule. Einen kleinen Tank. Eine Einbauanleitung auf Englisch, aber bin ich ganz begeistert, weil in der Beschreibung vom Verkäufer stand drin, es liegt keine Installationsanweisung oder Einbauanleitung ist mit dabei. Drum bin ich ganz begeistert. Mal gucken, ob das was taugt. Das Kettenrad. Und Griffe. Kettenspanner. Kleinzeug wie Benzinfilter, Benzinschlauch, Zündkerze und so weiter. Anbaukit für das Kettenrad ans Hinterrad. Kettenschutz. Kette. Kupplungshebel, weiß ich noch nicht. Halter, Kiltschalter, um den Motor auszumachen. Kupplungs- und Gasseil. Und besonders schön ein kleiner Mini-Auspuff. Der ist ja echt niedlich. Ja. Das kommt jetzt in mein Fahrrad. Ich werde das so in Etappen immer mal mitfilmen und werde auch zum Schluss mal sagen, ich hoffe, ich denke dran, wie lange ich dafür gebraucht habe, von komplett die Installation, also nichts vorbereitet am Fahrrad, wie lange das netto dauert. Bis gleich. Als ersten Schritt habe ich jetzt erstmal den Motor im Rahmen befestigt. Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, zwischen den Motor und den Rahmen habe ich noch so einen dünnen Filz vorne und hinten untergelegt, einfach um vielleicht die Vibration so ein bisschen rauszunehmen. Kann, glaube ich, nicht schaden und macht halt keine Kratzer, ne? Ja, dann richte ich den jetzt optisch aus und ziehe den fest. So, der Motor ist jetzt drin und fest und ich habe einfach mal, damit da kein Dreck reinkommt, die Zündkerze schon reingeschraubt. Als nächstes kommt das Hinterrad raus, um das Kettenblatt zu montieren. Ich hoffe, dass ich meinen Seitenständer hier dran lassen kann. Oder ob die Schrauben, die da hinten, die sieht man jetzt hier nicht, aber da stehen so Schrauben rein. Mal gucken, ob ich die kürzen muss, eventuell. Jo. So, zum Kettenrad montieren muss man einen von diesen beiden Gummiteilen einmal aufschneiden, hier einmal in der Mitte durch, dass man die dann in die Radnabe kriegt, also dann so zwischenpacken. So. Und auf der Innenseite vom Rad werden dann diese drei Stücken dagegen gepackt. Außen das Kettenrad und dann mit neuen Schrauben festgezogen. Scheiben existieren dafür irgendwie nicht. Obwohl, muss ich noch mal gucken, ob da wäre, aber da, nee, Sechserscheiben sind irgendwie wenige drin. Vielleicht nehme ich von mir welche. Sehr wahrscheinlich. Das filme ich jetzt aber nicht, weil das wird mit Sicherheit ziemlich fummelig und dauert ein paar Minuten. Das ging jetzt mit dem Kettenrad doch einfacher als befürchtet. Zunächst sitzt alles und was irgendwie praktisch ist, der Karton, wo das Set geliefert wurde, der eignet sich hervorragend für diese Montage. Da bleibt das Rad nämlich einfach drin stehen.
Und jetzt ganz wichtig, jetzt lege ich das Rad hier hin. Und bevor ich das final festschraube, werde ich das hier optisch erstmal so ausmitteln, dass das natürlich auch dann auch nicht eiert, also keinen Höhenschlag hat. Und dann ziehe ich es fest und baue das Rad wieder ein. Ansonsten wird So, sich das nichts Kettenrad ist jetzt verändern. fest und also das mittig einstellen ist gar nicht so einfach. Ich habe jetzt ungefähr gefühlt einen Millimeter Höhenschlag erzeugt. Aber gut, da muss ich halt mit der Kette, dann darf ich die Kette nicht so straff machen, ne? Weil das muss ja irgendwie ausgeglichen werden. Ich denke, das funktioniert. Aber das ging wirklich insgesamt besser als gedacht. Jetzt baue ich das Rad wieder ein. So, das Hinterrad ist wieder montiert und ich habe es mal gedreht und geschaut, wie das Kettenrad so sich dreht. Also es hat einen leichten Seitenschlag und minimal Höhenschlag, eigentlich weniger als gedacht, also rein optisch. Als nächstes montiere ich dann die Kette und den Kettenspanner. Ach so, beim Seitenständer musste ich dann hier noch zwei Schrauben, da habe ich einfach kürzere reingemacht. Damit da nicht die Kette nicht dran schleift, die waren einfach zu lang. Für die Kette, Montage der Kette, muss man hier den Deckel abschrauben. Da ist dann der Kupplungsausrücker mit dran. Und dann muss man die Kette irgendwie einfädeln. Wenn es da Probleme gibt, würde ich nochmal explizit darauf hinweisen. Ansonsten zeige ich es dann, wenn die Kette drin ist. Also auf eine Sache sollte man achten. Die Kette, die kann man nicht einfach drauflegen, sondern die muss man so durchfädeln. Und ich würde empfehlen, mit einer 19er Nuss und die nur rechts rumzudrehen, damit man nicht aus Versehen die Verbindung löst. Ich kann das jetzt nicht filmen, oder ich probiere es mal mit einem Stativ, damit man die Ritzelmutter nicht löst. So, ich hoffe, das kann man sehen. Ich nehme also die Nuss, eine Knarre. Und fange dann hier unten an und drehe dann den Motor durch. Dazu habe ich die Kerze jetzt nochmal rausgenommen, damit die Kompression einfach nicht da ist. Jetzt drehe ich mir die Kette bis hier hin und fädel mir das andere Ende um das Kettenrad hinten. Und ich sehe schon, die Kette ist viel zu lang für dieses Fahrrad. Also muss ich da ein bisschen was kürzen. Das muss ich erstmal ausmessen. Nehme ich mir erstmal ein Edding, zeichne mir das an und trenne die Kette. So, die Kette habe ich jetzt gekürzt und dafür habe ich einfach so einen handelsüblichen Kettentrenner für Fahrradketten, ist der in dem Fall. Der hat ganz gut gepasst. Den letzten Rest von dem Stift musste ich dann mit einer Zange rausnehmen. Das ist jetzt scharf hier. Aber das war jetzt erstmal kein Problem. Mal gucken, wie das Zusammenfügen jetzt funktioniert. Hoffentlich habe ich sie nicht zu kurz gemacht, das wäre blöd. Die Kette ist jetzt drin. Das ist alles ganz schön fummelig. Den Kettenschutz lasse ich auch erstmal ab. Ich mache jetzt erstmal mit den Griffen weiter, aber hier hinten zum Beispiel bei mir am Rahmen, das ist ziemlich knapp und ist eine fummelige Einstellerei. Die ist auch noch nicht fertig, aber ich mache erstmal weiter. Und zwar mit den Lenkergriffen.
dass ich zum Beispiel in die Kupplung ziehen kann. Also die kann man ja dann feststellen, dass sie gezogen ist und dass ich dann hinten die Kette nochmal ganz genau einstelle. Aber erstmal zu den Griffen. Die alten Griffe abmachen ist ja erfahrungsgemäß auch relativ schwierig, aber ich hoffe, ich kriege das relativ mit WD-40 so ein bisschen hin. Und dann montiere ich den Gasgriff, den Kupplungshebel. Ja, und dann mal sehen, wie ich weitermache. Übrigens, die Bedienungsanleitung oder Einbauanleitung, die brauchte ich bisher überhaupt nicht. Ich habe die mal überflogen. Das ist einfach alles so selbsterklärend, dass man das auch einfach so hinkriegt. Gerade wenn man vielleicht so ein Video guckt, wie das hier. An der Stelle vielleicht einen Daumen hoch und abonnieren wäre schön. Ja, ich werde melden, wie es weitergeht. So, die Armaturen und die Griffe, die sind jetzt montiert. Das hat auch gut geklappt. Die sind noch nicht fest, weil das werde ich mir erst dann, wenn ich das Fahrrad wieder runtergenommen habe, alles richtig einstellen und dann einfach festschrauben. Ja, also bei der Bremse, die kann ich jetzt gleich schon festschrauben. Gasseil. Problem ist natürlich, der Kupplungszug ist relativ lang. Den werde ich wahrscheinlich je nach Verlegung noch mal kürzen. Ja, damit mache ich jetzt auch als nächstes weiter, den Kupplungszug einzuhängen. Dann den Vergaser und das Gasseil. Dann werde ich mich um die Elektrik kümmern, sprich die CDI und die Zündspule verbauen. Das glaube ich ist sogar ein Teil. Ja, wenn es Probleme gibt, werde ich die melden. Also die Armaturen, das ging total problemlos. Also es war easy, die alten Griffe abzumachen. Also wie gesagt, Schraubenzieher rein, bisschen rühren, WD-40 rein, gingen die wirklich wunderbar ab. Die neuen umgekehrt, hier der linke Griff, der ist ja auch einfach nur aufgeschoben. Der rechte Griff ist einfach wie beim Moped ein Gasseil hier mit so einem Flansch. Das war super. Oh. Ja, dann werde ich mal weitermachen. Bei Problemen oder Fazit gebe ich Meldung. Mit dem Einbau bin ich jetzt fertig. Den Tankaufbau, das ist eigentlich auch, da brauchte ich nicht filmen. Hat alles funktioniert. Dann habe ich mal geschaut, ob Funke da ist. Also Kerze rausgenommen und dann mal die Pedalen gedreht. Ja, Funke kommt. Probefahrt ist leider aktuell nicht möglich, weil es regnet wie Sau. Aber ja, das steht dann halt an als nächstes, ne? Der Tank ist auch wirklich niedlich. Der ist wirklich klein. Auf dem Foto, auf dem Film sieht er fast größer aus. Der Kupplungshebel ist so ein bisschen, naja, man darf nicht viel erwarten. Ja. Da wird viel geboten für wenig Geld. Ich glaube, der Ersatz hat so, weiß ich nicht, 130 € oder so gekostet. Wenn das dann auch noch läuft, dann bin ich erstmal ganz zufrieden. Aber die Probefahrt nehme ich auf jeden Fall noch auf den Film. Nur aktuell ist sie leider nicht möglich. Habe jetzt nochmal probiert. Eigentlich ist alles eingebaut, alles richtig, der Tank ist dicht. Funken habe ich überprüft, es ist ein Funke da, aber die Kiste will einfach nicht anspringen. Also sieht so aus, als ob die keinen Sprit kriegt. Ja, für heute gebe ich erstmal auf und ein Erfolgserlebnis werde ich in der nächsten Folge machen. Also ja, ansonsten. Naja, schauen wir mal. Noch ist der Erfolg nicht da.